die Wienerin Nadja Heigl und der Tiroler Daniel Federspiel sind die alten und neuen österreichischen Staatsmeister im Cyclocross. Wie im Vorjahr finden die Meisterschaften in Pernitz, Neusiedl in Niederösterreich statt und werden vom ABÖ-RC Sparkasse Pernitz veranstaltet. Also wir haben heute ungefähr zwischen, ich sage mal, 65 bis 75 Starter gehabt. Es war natürlich durch die Corona-Maßnahmen sowie bei den Amateur- und Master-Kategorien waren nur 2G erlaubt. Das war vielleicht ein bisschen eine Herausforderung. Die anderen Kategorien sind unter Spitzensport gefahren. Die haben die 3G quasi Einschränkung oder Vorgabe gehabt. Das war eine Herausforderung, sage ich mal, eine kleine bei der Organisation. Wir haben auch die Kategorien nicht mischen dürfen. Sonst haben wir ja 2021 auch schon während Corona die Meisterschaft organisiert, haben wir schon das meiste gewusst vom Vorjahr, ein bisschen was hat sich natürlich geändert, aber es war jetzt nicht mehr so die große Herausforderung heuer, dass wir unter die Corona-Bestimmungen das Rennen durchführen können. Im Rennen der Elite-Frauen ist das Starterfeld leicht überschaubar. Nadja Heigl, Nora Fischer, Fiona Klien, Clara Sommer und Anna Hofmann, diese fünf Frauen machen die Staatsmeisterschaft unter sich aus. Wieder einmal ist Nadja Heigl die klare Nummer 1. Die 26-jährige Wienerin setzt sich auf dem Kurs, der quer durch das Stadion, das Freibad und den Freizeitpark führt, bereits in der ersten Runde 15 Sekunden ab. Eine Runde ist hier 2,3 Kilometer lang, insgesamt sind 14 Kilometer bei etwas über 0 Grad zu bewältigen. Nach 3 von 6 Runden beträgt der Abstand zu Nora Fischer bereits eine Minute. Fiona Klien hat einen Rückstand von 1,5 Minuten. Nach einer Fahrzeit von 49 Minuten 41 darf sich Nadja Heigl über ihren 9. Staatsmeistertitel im Radquerfeld einfreuen. Das Rennen war sehr gut. Ich habe von Anfang an mein Tempo fahren können. Die Strecke war auch sehr schön, teilweise relativ rutschig mit den Kurven, weil es sehr gefroren war. Aber es hat sehr gut gepasst. Es ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, dass man zum 9. Mal einen Titel machen kann. Es ist immer etwas Besonderes, das weiße Trikot während die Rennen zu tragen zu können. Silber holt sich Nora Fischer vom RC Dornbirn und Bronze geht an Fiona Klien vom Union RC Bikerei. Beim Rennen der Herren und U23 sind insgesamt 23 Fahrer am Start. Ja, die österreichischen Staatsmeisterschaften im Cyclocross sind heute wirklich ein sehr spannender Radbewerb und ich möchte mich beim Veranstalter, beim Radclub Pernitz sehr herzlich bedanken. Es gilt darum, ob Daniel Federspiel heute wiederum seinen Meistertitel verteidigen kann oder der Sieger der Radliga, der ÖRV-Radliga Moran Vermeulen ihm den Meistertitel streitig macht. Auf jeden Fall spannender Radsport, bin sehr froh, dass wir das heute hier erleben dürfen. Vorjahressieger Daniel Federspiel setzt sich, nachdem Vermeulen Probleme mit dem Rad hat, bereits in der ersten Runde 15 Sekunden vor Philipp Heigl und Moran Vermeulen ab und baut seinen Vorsprung mit jeder Runde aus. Vermeulen muss zweimal das Rad wechseln und verliert dabei wertvolle Zeit. Nach einer Aufholjagd kann der Gewinner der ÖRV-Radliga wieder auf Heigl aufschließen und nach einem Ausrutscher an diesem vorbeiziehen. Mit einer Minute Vorsprung vor Vermeulen fährt Federspiel in die letzte von 9 Runden. Nach einer Fahrzeit von knapp 1 Stunde 6 Minuten schafft der zweifache Mountainbike-Eliminator-Weltmeister Daniel Federspiel sogar einen Hattrick, den dritten Staatsmeistertitel im Radquerfeld ein in Serie. Ich bin gestern nicht ganz so in Fahrt gekommen, darum war ich jetzt heute eher relaxed, weil ich mir gedacht habe, ja, schauen, was passiert. Die Bedingungen heute sind mir auch mehr entgegengekommen wie gestern, darum habe ich mich eigentlich von der ersten Runde an richtig wohl gefühlt und habe einfach probiert, meinen Rhythmus fahren, technisch sauber fahren und ja, wie gesagt, das hat funktioniert und jetzt, das ist der dritte Titel in Folge, also mehr wie happy.
Die Silbermedaille ist nicht ganz das, was sich Moran Vermeulen erwartet hat. Bin für den ersten Platz hergekommen, bin Zweiter geworden. Froh sein über was anderes ist natürlich ein harter Schlag, weil ich wirklich fokussiert habe, wirklich darauf hintrainiert. Mittlerweile fange ich fast zum Glauben, dass ein Fluch bei mir drauf liegt. Das Ganze hat Effekte, weil ich ein paar Defekte gehabt habe. Gut, ich habe in 5 Wochen das erste Straßenrennen, also abhaken. Heute nach Südfrankreich fahren, weiter trainieren und dann in der Türkei auftrumpfen. Platz 3 geht an Philipp Heigl, den Bruder von Nadja Heigl. Im Rennen der Junioren setzt sich der Oberösterreicher Moritz Doppelbauer an die Spitze. Schon in der zweiten Runde fährt er seinen Kontrahenten davon und gewinnt schlussendlich mit einem Vorsprung von knapp einer Minute auf den Tiroler Alexander Hämmerle. Dritter wird der Steirer Christoph Holzer. Die Weltmeisterschaften zum dritten Mal ja hier in Weidmannsfeld.